hast Eteokles Grab gefunden. Gut, Hüterin. Die Erbin der Erinnerung muss in diesen alten Hallen nach dem Symbol suchen. Wird die Erbin dieser Aufgabe gewachsen sein? Ich schätze, das wird sie jetzt. Jeder Schritt führt dich einen langen Weg zur Erbin. Was du ihr nicht zeigen kannst, wird Deimos ihr zeigen. Deimos? Wie? Die Erbin weiß es, wenn es soweit ist. Alter, ihr zwei, ich habe... Cassandra hat den nächsten Ort gefunden. Gute Arbeit. Wohin geht es? Zu Eteokles Grab. Ich glaube, ich habe einen Weg hineingefunden. Alter, ihr zwei, ich habe den Weg hineingefunden. Langsam werde ich richtig gut in sowas. Vielleicht wäre das auch ein Berufsfeld für dich, falls Assassinen nicht dein Ding ist. Ich glaube immer noch, dass es eine schlechte Idee ist, Layla. Wir kennen den Ursprung der Funkstörung nicht und es gibt Unstimmigkeiten in den Animus-Erinnerungen. Verstanden, Doktor. Layla, Ende. Hier liegt der König von Theben. Ich fasse es immer noch nicht, dass ich das mit eigenen Augen sehe. So gut erhalten, sieht aus wie organisches Material. Die Farbe, das Holz, nichts davon ist einen Tag gealtert. Die Zusammensetzung der Luft könnte es auf natürliche Weise konserviert haben. Es gibt auf der ganzen Welt Gräber, in denen Leichname noch intakte Haare und Nägel haben. Auch Jahrtausende nach der Beisetzung. Lasst uns erst über Leichen reden, wenn ich hier raus bin. Unglaublich. Diese Statuen sind in perfektem Zustand. Wer ihm hier die Ehre erwies, tat es mit seinem Leben. Das zweite Symbol ist nah. Du hast dich gut geschlagen, trotz des Eindringlings. Der Eindringling? Meinst du Vic oder jemand anderes? Das zweite Symbol. Noch ein Teil eines Sternbilds. Vielleicht passen sie zusammen. Alter, ihr zwei, hört ihr mich? Der Eindringling kann uns hören. Der Eindringling? Wer? Layla, wir hören dich, aber die Verbindung ist schlecht. Sagtest du, du hast das zweite Symbol gefunden?
Das habe ich. Und Cassandra weiß, wo das dritte ist. Da bin ich sicher. Ich gehe wieder rein. Als deine Ärztin und Freundin bestehe ich darauf, dass wir aufhören. Wir können deine Sicherheit da drin nicht garantieren. Der Stab macht mich unsterblich. Ich komme klar. Layla, bitte. Hüterin, Orions Grab erwartet die Erbin. In diesem Grab wird die Erbin sehen, wie Leben aus dem Tod erwächst. Leben, das aus einem Grab wächst? Hätte ich das Wirken des Stabs noch nicht gesehen, würde ich es nicht glauben. Die Aufgabe der Erbin ist es, dort Leben zu bringen, wo Tod war. Und deine Aufgabe nötigt dich, Verluste zu erleiden und dir jene vor Augen zu führen, die du nie wiedersehen wirst. Was würdest du zu ihnen sagen? Ich würde sie in den Arm nehmen und ihnen sagen, sie sollen stark sein und dass wir wieder zusammen sein werden. Erinnere dich an diese Antwort und den Schmerz, dem sie entstand. Das musst du mir nicht sagen, Alethea. Ich werde mich für immer erinnern, es immer hüten. Und jetzt? Wird sich die Erbin der Erinnerung dem Grab stellen? Ich schätze, das wird sie. Alter, ihr zwei, bitte melden. Hier, Alter, ihr zwei. Der nächste Halt ist Dorians Grab. Wenn ich wieder da bin, zeige ich euch den Weg. Alter, ihr zwei, hört ihr mich? Wir hören dich. Layla, es gibt da etwas, das du wissen musst. Die Störung des Funks kommt von einer externen Quelle. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, jemand belauscht uns. Es muss mit dem Stab zu tun haben. Das war's dann. Ich erkenne das Störmuster. Das sind keine Isu. Das erinnert mich eher an einen Erudito-Hack-Algorithmus. Ich würde einen Hack ganz sicher erkennen. Sobald ich das dritte Symbol finde, spielt das ohnehin keine Rolle mehr. Wenn ich nur die Reihenfolge wüsste. Du könntest es einfach mit Raten versuchen. Es gibt nicht so viele Kombinationen. Wer weiß, ob ich mehrere Versuche habe, das Siegel zu öffnen. Wir sollten zurück nach Atlantis. Dann werde ich mir was überlegen. Ich hoffe, das Land ist trocken. Es fällt alles auseinander. Stierwandgemälde. Wegen der Verbindung zwischen dem Sternbild und Orion? Räuber wurde vergiftet.
Wir nähern uns dem dritten Symbol. Wenn die Hüterin die Reihenfolge nicht kennt, dann vielleicht ihr Bruder. Ein Loch in der Decke. Aber wie komme ich da hoch? Das letzte Symbol. Noch ein Teil eines Sternbilds. Sie müssen zusammenpassen. Alter, ihr zwei, hört ihr mich? Okay, Leila, denkt nach. Poetiokles Grab, sagte Alithia, Deimos würde mir zeigen, was mir die Hüterin nicht zeigen kann. Phidias hatte Antworten, die Teras fehlten, und dafür wurde er getötet. Die Erbin ist weise. Alter, ihr zwei, bitte melden. Leila, bist du das? Hast du das Symbol? Ja, wir müssen zurück nach Atlantis. Lass uns in der Zwischenzeit die Symbole mit Sternbildern abgleichen. Betrachte die Recherche als Plan B. Was ist Plan A? Cassandra wusste, wo die Symbole waren, aber kannte ihre Reihenfolge nicht. Deimos bewahrt dieses Geheimnis. Wir haben seine DNS. Was? Leila, bist du verrückt? Ich bin nicht verrückt, nur entschlossen. Und du solltest das auch sein. Wenn ich nach Atlantis zurückkomme, erledige ich das. Mit dir oder ohne dich. Bist du Brison? Ich will das nicht tun. Ich will das nicht tun. Bist du Brison? Die Symbole. Rede. Etira. Korgat. Metin. Was soll das heißen? Etira. Korgat. Metin. Na schön. Dann greifen wir mal härter durch. Leila, dein Puls beschleunigt sich und deine Körpertemperatur ist viel zu hoch. Was ist da los? Etira. Korgat. Metin. Das ist alles, was ich weiß. Du musst mir glauben. Ich kann nicht. Ich will das nicht tun. Etira, Korgat, Metin. Das ist alles, was ich weiß. Du musst mir glauben. Ich bin nicht hier, um dir weh zu tun, Phidias. Wir sind Freunde. Ich will nur wissen, woher diese Symbole kommen. Das wirst du doch einem Freund verraten, oder? Etira. Korgat, Metin! Willst du deinen Freund etwa verärgern? Keine Angst. Wir sterben alle. Aber zuerst... Sag mir, was ich wissen will. Etira. Korgat. Metin. Etira. Korgat. Metin. Etira. Korgat. Metin. Leila, wir brechen deine Sitzung jetzt ab. Etira, Korgat, Metin. Leila, bitte melden.
Weg! Du hattest kein Recht dazu. Ich musste dich rausholen. Es hätte dich fast getötet, in Deimos Verstand einzutauchen. Der Eindringling. Er hört zu. Wer? Sigma, ich eröffne das Feuer. Doc, zurückfallen! Kyoshi wurde getroffen! Alter, ihr zwei, meldet euch. Alter, ihr zwei! Vic? Hallo. Könnt ihr mich hören? Das große Siegel hat lange genug gewartet. Ich kann nicht. Ich habe in Deimos Geist geblickt. Ich kann das Team nicht erreichen. Der Animus ist nicht sicher. Die Prüfungen der Erbin beginnen gerade erst. Ich bin keine Erbin. Ich dachte, ich könnte das alles, aber ich kann es nicht. Du musst. Okay, Leila, ganz ruhig. Du bist zu weit gekommen, um aufzugeben. Na schön. Wir machen es erstmal so, wie du sagst, sprechender Stock. Jetzt muss die Erbin den Namen des ersten Symbols rufen. Dieses war das erste Symbol und der erste Name, den Phidias nannte, war Itira. Die Erbin erinnert sich. Sie hat die Namen der Symbole und ihre Reihenfolge gehört. Jetzt muss sie den Namen des zweiten nennen. Es war dieses Symbol und der zweite Name, den Phidias nannte, war Korgard. Die Erbin durchlebt nicht nur Erinnerungen, sondern bewahrt sie in sich. Und jetzt das letzte Symbol. Ich erinnere mich. Phidias hat irgendwie die Reihenfolge der Symbole entschlüsselt, ohne es zu wissen. Es war Itira, Korgard, Meti. Leila, kannst du uns hören? Vic, du lebst! Die Sigma Force hat das Schiff geentert. Kyoshi wurde angeschossen. Ich habe die Blutung gestillt. Er hat uns gerettet. Es ist nicht der Sturm. Jemand hat absichtlich unser Signal gehackt. Ich habe eine neue Frequenz verschlüsselt. Nur zur Vorsicht. Wir müssen alles abschalten, bis es sicher ist. Eine Frage noch. Wie fühlst du dich? Es tut gut, eure Stimmen zu hören. Hört mal, ich habe das große Siegel gebrochen. Atlantis ist offen. Bitte, geh nicht rein, bis wir eine sichere Verbindung aufrechterhalten können. Ich will das genauso sehr wie du, aber wir müssen das gemeinsam tun. Alles klar, Doktor. Atlantis hat so lange gewartet, es kann noch etwas länger warten. Bis dahin bin ich hier unten sicher. Gib mir Bescheid, wenn Kyoshi wieder auf den Beinen ist. Er wird sich freuen, deine Stimme zu hören. Bis dahin hat die Alta ihr zwei Funkstelle. Ist da jemand? Victoria? Leila? Gutes Timing. Es ist mir gelungen, mit Hilfe eines polymorphen Codes eine sichere, hackerfreie Verbindung herzustellen. Schön, dass du zurück bist. Wie geht's Kyoshi? Du kennst ihn. Unverwüstlich wie immer. Er würde nicht wollen, dass du dich sorgst. Sigma, unfassbar, dass die Mistkerle die Alta ihr zwei gefunden haben. Unser Signal wurde von Yuhani Otsu Burke persönlich gestört. Seine Rolle als Black Cross und die Suche nach dem Yuno-Kult wurden ihm wohl langweilig. Ich hätte mir denken können, dass uns ein armseliger Erudito-Hacker verraten würde. Das schreit förmlich nach ihnen. Warte, was? Otsu hat alles mit angehört? Oh. Wenn er den Rest des inneren Kreises der Templer informiert, haben wir bald jeden bewaffneten Abstergodeppen an der Backe. Er hat dich noch nicht gefunden. Wir sind einen Schritt voraus. Solange ich dich als Rückendeckung habe, hält mich nichts auf. Also los, finden wir heraus, was es mit dem großen Siegel auf sich hat. Wo ist Victoria? Wart's ab! Also schön. Dann mal los. Dieser Ort ist ja riesig. Echo! Sie sehen aus wie die Throne von Herrschern. Aber wer waren die Königinnen und Könige?
Erben der Erinnerung. Wir haben uns endlich gefunden. Rebellen finden immer einen Weg. Schön, dich endlich persönlich zu treffen, Alethia. Oder als Hologramm? Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich unsere Realitäten kreuzen würden. Doch wir scheinen nicht allein zu sein. Victoria? Was machst du hier unten? Layla, es wäre viel zu gefährlich, dich das allein machen zu lassen. Ich wollte die ganze Sache im Auge behalten. Wer ist das? Das ist Alethia, die Stimme aus dem Stab, von der ich dir erzählt habe. Eine Iso. Victoria, ist das zu fassen? Ich hätte Zeit, die Sprache der Menschen zu studieren. Ich sollte also weniger wie ein sprechender Stock klingen. Können wir ihr wirklich trauen? Wir müssen ihr vertrauen. Durch sie erfahren wir mehr über den Stab. Es war bekannt, dass die Erbin der Erinnerung mit der Hüterin Cassandra reisen würde. Du warst nicht Teil der Pläne. Kann ich dir trauen? Natürlich kannst du das. Ich bin ihre Ärztin. Ich behalte Laylas Gesundheit im Auge. Sie hält sich raus. Das ist nicht von Belang. Diese Reise ist deine und Cassandras. Es wird Kraft kosten, der Verderbtheit des Stabs trotzen zu können. Wenn Cassandra die Kraft für sich und den Stab findet, wirst auch du diese physische Verbindung spüren. Layla soll also da rein? Sicher nicht. Wer weiß, welche Auswirkungen die Technologien der ersten Zivilisation haben. Sie haben keine auf mich. Ich steige in den Animus und entdecke sie als Cassandra. Richtig, Alethia? Deine Reise beginnt am selben Ort wie die der Hüterin. Der Animus wird dir ihren Weg durch die Simulation zeigen. Wenn du meinst, Layla, wir sollten aber vorsichtig sein. Ich werde dich von hier aus überwachen mit ihr. Bist du bereit? So bereit man nur sein kann. Wünsch mir viel Glück. Die Hüterin hat gemeinsames Blut mit denen, die vor uns kamen, und ist mit den Isu verbunden. Das Blut, das gemeinsam ist, muss dargeboten werden und das große Siegel wird sich uns öffnen. Wenn es sein muss. Willkommen, Hüterin. Du hast den großen Thronsaal von Atlantis betreten. In diesem Raum befinden sich die Reste der ISU-Technologie, die ich angepasst habe, damit du deine Reise beginnen kannst. Sicher hast du Fragen. Dieser Ort? Wusste Pythagoras von seiner Existenz? Nein, ihm zeigte ich ihn nie. Dieser Raum wurde von den Isu gebaut, um etwas anderes zu beherbergen. Und diese Throne waren nur Throne. Nun enthalten sie meine Simulation. Keine Sorge, ich zeige es dir. Du sagtest, dieser Raum sei für die Erbin der Erinnerungen gedacht. Dabei kam ich so leicht hinein. Du hast Blut dafür gezollt. Blut, welches bei näherer Betrachtung ganz wie unseres aussieht. Martha erzählte mir immer, dass unser Blut mächtig sei. Sie hatte wohl recht. Ich muss noch mehr tun. Immer, Hüterin. Pythagoras benutzte den Stab nur eigennützig, um Wissen zu erlangen. Er hatte Schwächen, die du nicht zeigst. Du wirst viele Lebzeiten erdulden müssen, bis die Erbin der Erinnerung diese Bürde übernimmt. Du kannst das Gewicht des Stabes nur tragen, wenn du die Stärke erlangst, ihn zu führen. Diese Stärke findest du im Elysion. Die Unterwelt wartet, Hüterin. Was? Ich bin am Leben. Wie soll ich als Lebender aus der Unterwelt zurückkommen? Diese Portale sind Simulation. Ich habe sie für dich geschaffen. Im Elysion wirst du Energiequellen finden. Die Erkenntnisse der Hüterin. Das wird Einfluss auf die Erbin der Erinnerung und die Hüterin haben. Du musst deinen Weg in der Unterwelt bestreiten, um alle Energiequellen zu finden. Du verlangst blinden Gehorsam, Alethia. Du hast dich mir und unserer Sache verpflichtet, Hüterin. Ich bin an deiner Seite. Ich werde nicht zulassen, dass die, die vor uns kamen, dein Schicksal lenken.
Finde die Stärke in dir und beweise dem Stab, dass du würdig bist. Geh zum ersten Portal, wenn du bereit bist.